Ich grüße euch, liebe Kinder. Ich hoffe, dass ihr gut geschlafen habt. Heute haben wir Judo-Training wieder, wie in den letzten Jahren, heute aber online. Heute haben wir einiges vor. Wir haben insgesamt nur 30 Minuten Zeit, circa, für unser Training. Mein Name ist Peymann, diejenigen, die mich kennen. Ich grüße nochmal. Ich wollte nur kurz erstmal erklären, was wir heute vorhaben. Wir fangen an mit einem normalen sitzenden Begrüßung und Entspannung. Nokutsu heißt das. Dann machen wir eine Dehnung, damit wir ein bisschen warm sind, dass der Körper ein bisschen beweglich ist. Danach gehen wir zum Ukemi Vasa. Ukemi Vasa ist das Fallen oder die Fallschule im Judo. Nach dem Ukemi Vasa gehen wir zum Uchikomi. Uchikomi heißt im Prinzip eindrehen mit ohne Partner. Wir fangen nochmal an. Ich erkläre es Ihnen, wie es heute weitergeht mit dem Judo. Am Anfang machen wir eine sitzende Entspannung, Nokutsu. Dann stehen wir auf. Dann machen wir ein bisschen Dehnung, danach machen wir Ukemi Vasa. Ukemi Vasa ist die Fallschule, das Fallen. Das kennen wir ja. Danach gehen wir rüber zum Uchikomi. Uchikomi heißt im Prinzip eindrehen. Man dreht von einer Technik ein, ohne zu werfen. Das Eindrehen. Danach machen wir Tandoku Rensho. Tandoku Rensho heißt. Jawohl. Okay, funktioniert. Mach weiter. Okay, ich bitte um Verzeihung, es gibt oft einmal technische Störungen heute. Auf jeden Fall, nach dem Uchikomi Tandoku Rensho heißt eindrehen ohne Partner. Man dreht von einer Technik ein und stellt sich einen imaginativen Partner vor. Danach, nach dem Tandoku Rensho, machen wir Muksu wieder und entspannen wir uns. Heute ist das Thema Judo-Wert oder Judo-Werte auch ein Thema. Darüber erzähle ich mittendrin, wenn wir angefangen haben. Danach ist das Training dann zu Ende. Wir wollen heute erstmal gemeinsam das Training anfangen. Ich hoffe, ihr habt wieder Lust und ihr seid fit, damit wir das Training anfangen gemeinsam. Wir erstmal stehen gerade, Hände seitlich und dann setzen wir uns hin, Hände auf den Schoß, Kopf gerade, Rücken gerade und tief atmen, Mokso, tief atmen und Augen nicht schließen und sich entspannen, wieder Augen auf. Und begrüßen wir uns. Nee. Sehr gut. Und jetzt stehen wir auf und das erste steht bei uns gerade jetzt Dehnung. Wir möchten uns dehnen. Wir stehen gerade, Hände und Arme seitlich fallen lassen, gerade stehen und auf der Stelle jetzt mal hüpfen. Wir lassen alles fallen. Hüpfen, 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 hüpfen. Atmen, atmen. Hüpfen, hüpfen, atmen, atmen, hüpfen, hüpfen, hüpfen. Und ein bisschen nach vorne und vorne, 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 vorne. Nochmal hüpfen. Tief atmen. Tief atmen. Arme nach oben. Beide Arme nach oben tragen und nach vorne beugen und alles fallen lassen. Fallen lassen. Ja, Kopf fallen lassen, Arme fallen lassen und ein bisschen schütteln. Alles schütteln und langsam nach oben kommen. Langsam, langsam, langsam. Langsam nach oben kommen und nach hinten schauen.
nach hinten schau und nochmal hupfen, 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 hupfen. Und nochmal Arme nach oben greifen und gerade nach vorne beugen und alles fallen lassen, Arme und Kopf fallen lassen und schüttern, 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 schüttern. Sehr gut. Und langsam, langsam nach oben kommen. Tief atmen. So. Jetzt gehen wir ein bisschen tiefer runter und beide Hände setzen wir auf die Knie. Und schieben wir die Beine nach hinten. Ganz leicht. Dabei ist der Rücken gerade, Kopf und Rücken gerade und dehnen wir ein bisschen die Beine. Okay, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wieder loslassen, nach oben kommen. Hüpfen, 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 hüpfen. Sehr gut. Jetzt schüttern wir die Beine. So, rechte Bein schüttern, linke Bein schüttern. Rechte Bein schüttern, linke Bein schüttern. Bein schüttern, linke Bein schüttern. Schüttern, linke Bein schüttern. So, jetzt beide Hände an die Taille und Füße spitze auf den Boden und wir drehen den Fuß. So, in die Uhrzeigersinn. 1, 2, 3. Und umgekehrt, 1, 4, 5, so, okay, jetzt nehmen wir den linken Fuß, Fußspitze auf den Boden und wir drehen den Fuß, Uhrzeigersinn, jetzt 2, 3, 5 und umgekehrt, 1, 2, 4, 5, so, und dann schütteln wir die Beine, schütteln wir die Beine, schütteln wir die Hände. Nochmal, jetzt schulterbreit, die Beine schulterbreit, also so, ein Schritt seitlich, schulterbreit. Jetzt beide Hände wieder auf die Knie und wir drehen die Knie rund, so wie ich das mache, rund drehen. 1, 2, 3, 4. Und umgekehrt, 1, 2, 3, 4, 5, sehr gut, aufgehen, okay, 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 alles schüttern, fallen lassen, okay, jetzt wieder Hände auf die Taille, jetzt drehen wir die Hüfte, 1, 2, 3, 4, 5, umgekehrt, 1, 2, 3, 4, 5, lockern, 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 sehr gut, wieder Hände, Taille, schulterbreit die Beine, jetzt nach rechts, 1, und Mitte. Nach links. 2 und Mitte. Rechts. Und Mitte. Links. Und Mitte. Rechts. Und Mitte. Links. Und Mitte. Okay. Schüttern, schüttern, schüttern. Schüttern, schüttern. Jetzt gehen wir eine Stufe höher. Jetzt drehen wir die Schulter im Kreis. Nach hinten, von vorne nach hinten. 1, 2, 3, 4, 5. Umgekehrt. 1, 2, 3, 4, 5. Schüttern, 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 schüttern. Und so. Jetzt wieder schulterbreit die Beine, gerade stehen,
Jetzt schauen wir einfach nach links und halten wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 und loslassen. Ich schüttere mal ein bisschen. Schauen wir nach rechts und halten 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 und schüttern wieder. Jetzt drehen wir den Kopf ein bisschen im Kreis. 1, ganz langsam, ganz langsam. 2, ganz langsam und 3. Und nochmal umgekehrt, 1 und 2 und 3. Okay, das war es mal. Jetzt strecken wir die Arme nach vorne, so. Sagt, es sieht so aus. So, die Arme nach vorne. Und wir greifen mit den Händen und machen wir eine Faust und ziehen wir zu uns, zu sich. Nochmal, Arme strecken, greifen und zu sich ziehen. Eins. Nochmal, greifen und zu sich ziehen. Zwei. Und locker lassen, wieder strecken, greifen und Spannung aufbauen und zu sich ziehen. Drei. Und nochmal, greifen, Faust machen und zu sich ziehen. Vier. Und wieder locker. Strecken, greifen und zu sich ziehen. Fünf. Lockern, lockern, lockern. Lockern, lockern, lockern. Wieder das gleiche nochmal. Nur wir machen hier eine Faust und schieben weg den Partner. Den uns vorstellenden Partner. Wir stellen uns vor, dass ein Partner hier in der Nähe ist. Wir greifen an seinen Kragen und schieben ihn weg. Und lassen wir los. Dann kommt er nochmal. Und ich greife hier an. An den Kragen, an den Yogi. Und schiebe ihn weg. Und nochmal. Wieder anfassen. Und da wegschieben. So. Und noch locker. Und zum letzten Mal. Hier packen. Und greifen, wegschieben, so, und nochmal lockern, lockern, hüpfen, 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 okay, jetzt Arme strecken, seitlich, einfach nach links und nach rechts und nach links und nach rechts, bisschen mehr, mehr links, mehr rechts, mehr links, mehr rechts. Jetzt die Arme schwingen lassen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So, verknüpfen, das war gut. Ich denke, wir sind einigermaßen erstmal warm und haben wir ein bisschen uns bewegt und gedehnt. Und jetzt gehen wir rüber zu unserem Ukemi-Vasa. Ukemi-Vasa-Fallschule kennt jede. Es ist so, wenn ihr zu Hause seid, bitte legt euch eine Decke, eine weiche Decke oder eine Yoga-Matratze auf den Boden und legt euch hin, so wie ich das tue. Ja. Wir schlagen mit den Ellenbogen erstmal auf den Bauch, Kopf von der Matte weg, Ellenbogen auf den Bauch. Wir schlagen mit den Händen auf die Matte. Und zwar nur dreimal. Eins, zwei, drei. Und das gleiche aus dem Sitzen. Arme nach vorne strecken. Wir strecken Arme nach vorne. Ja, und wenn ich auf dem Rücken liege, Beine mitnehmen, nur einmal. So, nochmal, ich wiederhole nur einmal, damit ihr das seht. Arme nach vorne strecken,
Und auf dem Hochgehen kaufe ich sie mir noch hoch und schlage auf den Ohr. Okay, jetzt gehen wir in die Hocke. Und die Hocke geht mal so. Arme nach vorne strecken. Hier sieht es so aus. Arme nach vorne strecken. Und die Seite sieht so aus. Arme nach vorne strecken. So. Und ich falle auf den Rücken. Bumm. Ja. Jawohl, nochmal. So. Arme nach vorne strecken und auf den Rücken fallen. Sehr gut. Jetzt aus dem Stand. Arme nach vorne strecken. Arme nach vorne strecken. Arme nach vorne strecken. Mal gerne in die Hocke und fährt auf den Rücken. Das nochmal. Arme nach vorne strecken. In die Hocke gehen. Und Rücken. So. Okay. Wenn wir dabei sind, machen wir auch seitwärts. Links und seitwärts rechts. Das ist ganz einfach. Linke Hand auf dem Bauch, rechte Hand vorsichtig strecken, einen Schritt zur Seite, nach vorne nehmen, Arm zur Seite, ich falle auf der anderen Seite, einfach seitlich runter. Ja. Das gleiche nochmal. So. Arm nach vorne. Ein Schritt. Arm zur Seite. Seitlich falle. Sehr gut. Das gleiche mache ich auch links. Schritt nach vorne. Arm nach vorne. Ja. Arm zur Seite. Und seitlich falle. Sehr gut. Das kleine Ordnung. Aufstehen. Sich sammeln. Sehr gut. Ich hoffe, dass ihr diese Ukemiwasa hingekriegt habt, so wie wir es gemeinsam gemacht haben. Jetzt gehen wir zu Uchikomi. Uchikomi heißt eindrehen vor eine Technik. Ihr weißt, wenn wir beim Judo jemanden oder unseren Partner werfen wollen, müssen wir ihn anfassen, zu uns ziehen, sein Gleichgewicht brechen und danach werfen. Also anfassen, zu sich ziehen, sein Gleichgewicht brechen und ihn werfen. Nun, das Thema anfassen und zu sich ziehen, ja, nennt man Uchikomi. Ja, Uchikomi, ohne Partner. So, wir stellen uns vor, dass wir stellen uns jetzt mal auf der Matte, so gerade, Beine ein bisschen auseinander, schulterbreit. Wir stellen uns vor, dass ein Partner vor uns steht, der einen Judo-Anzug trägt, genauso wie wir selbst. Wir packen erstmal mit der rechten Hand an seinem linken Kragen oben hier. Hier ist er. Seht ihr das? Ah, im Kopf. Stelle ich mir das vor und sehe ich das. Also, er ist da, stelle ich mir vor, und ich packe an seinen Kragen oben. So, so packen. Mit den Fingern richtig packen. Eins. Und dann mit der linken Hand unter seinem rechten Ellenbogen. Hier hat er seinen Ellenbogen und hier packe ich an. Also, Kragen, Ellenbogen. Jawohl. Jetzt habe ich ihn angefasst. Ein Schritt zu ihm nehmen. So. Ein Schritt in der Mitte. Seht ihr nochmal? Ein Schritt in der Mitte. Und jetzt ziehe ich ihn zu mir. Ziehen, 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 ziehen. Oh! Dabei, meine rechte Hand, seht ihr, ziehe ich zu meinem Ohr. Diesen Ohr. Ah! Und meine linke Hand, da. Da schaue ich auf meine Uhr. Ich habe eine Uhr. Ach, wie spät ist es? Ach so. Dann stelle ich ihn zurück wieder. Lasse ich ihn los. Nochmal. Oben fasse ich an seinem Kragen.
So, links unter dem Ellenbogen, an deinem Judobi fasse ich an. So habe ich es angefasst. Ich nehme einen Schritt auf ihn zu. Normal mit dem rechten Fuß, einen Schritt auf ihn zu. Und jetzt ziehe ich ihn zu mir ab und lasse ihn los. Und das gleiche nochmal. Eins, zwei. Ein Schritt und yeah, puff. Und loslassen. Und nochmal. Eins, zwei. Und ein Schritt. Yeah, puff. So, loslassen. Wer das kann, kann es auch links machen. Das heißt, mit meiner linken Hand fasse ich oben an dem Kragen. Links Kragen, rechts runter. Ja? Wir probieren es. Wer kann, links oben mit meiner linken Hand fasse ich an den Kragen, rechts unter dem Ellenbogen an die Logie. Ein Schritt mit der linken Bein zu ihm. Jetzt ziehen, zum Ohr und Ohr. Nochmal. Eins. Und loslassen. Kragen unter dem Ellenbogen. Ein Schritt auf den Zug und ziehen. Loslassen. Nochmal. Und hopp. Zup. Ein Schritt. Gut. Das nennen wir Basis Uchikomi. Ich zeige euch, wie es auch schneller geht. Ihr müsst nicht zu Hause schneller sein. Wenn ihr wollt, könnt ihr. Aber ich wollte euch nur zeigen, wie schnell auch es gehen kann. Man kann 1, 2, 3, 4, 5 zum Beispiel. Oder auch links. 1, 2, 3, 4, 5. So schnell werden. Manche Judoka möchten schnell sein, schnell werden. Darum üben wir diese Technik sehr schnell. Aber heute einfach ganz langsam, wie man einfach eindreht. Und das nennt man Basis Uchikomi. Jetzt gehen wir zum Thema Tandoku Renshu. Im Judo, wie bei vielen Sportarten, Kampfsportarten, kann man auch ohne Partner im Prinzip die Bewegung sich vorstellen. Das nennen wir im Judo Tandoku Renshu oder das Schattentraining. Das Schattentraining funktioniert so, dass man sich alle Bewegungen, die bei dem eigentlichen Wurf mit dem echten Partner stattfindet, sich vorstellt. So, als Beispiel haben wir heute das Thema Ogoshi zum Beispiel. Wir nehmen den Hüftwurf Ogoshi. Ihr weißt, dass Ogoshi ein Hüftwurf ist und man, also jeder Judoka, muss sich eindrehen zum Partner mit dem Rücken zu ihm stehen und ihn seitlich auf den Boden werfen. Ja, wenn ein Partner da wäre, musste ich ihn fassen, ziehen, sein Gleichgewicht brechen, dann eindrehen. Dadurch, dass wir bei Ogoshi sind, meine rechte Hand, das ich oben hatte, zum Greifen am Kragen, lasse ich los und gehe hinten auf seinem Rücken, auf dem Gürtel, auf diesen Gürtel. Da setze ich meine Hand. Da brauche ich aber Körperkontakt. Ich muss mit meiner Hüfte zu seinem Bauch Kontakt haben und ihn zu mir drücken. Hier darf ich nicht loslassen. Also so stehe ich eigentlich bei einem Ogoshi, bei einem echten Wurf, bei dem Partner. Wenn er da wäre, ist er aber nicht, stelle mir aber vor. So, wenn er da wäre, dann musste ich ihn unter dem Ellenbogen fassen, auf dem Kragen fassen, ziehen, sein Gleichgewicht brechen. Wir haben genug gerade, der Uchikomi heißt 1 und diese hier. Also, ein Schritt zum Partner fassen, Gleichgewicht brechen. Jetzt muss ich eindrehen. Ich drehe mich ein und gehe mit der Hand, setze ich meine Hand auf seinem Gürtel hinten. Körperkontakt, Luft- und Bauchkontakt habe ich zu ihm. Jetzt mein Gesicht
muss sich drehen. Ich habe ihn hier, seinen Arm, seinen Rücken, Hüftkontakt habe ich zu ihm. Und jetzt kann ich ihn werfen. Ich werfe ihn einfach so und auf den Boden. Ich lasse hier aber nicht los. Nicht? Stützhilfe. Heißt das am Judo? Man muss dem Partner beim Fallen Hilfe leisten, indem man seine Ärmel festhält. Also er liegt zum Beispiel da, er würde hier liegen und er steht wieder auf, geht da rein und nochmal anfassen, eindrehen, Hüftkontakt und werfen und gerade. Nochmal, alle zusammen vielleicht. Wir versuchen nochmal anfassen, Schritt nach vorne, eindrehen. Ja, achtet darauf, dass die Füße parallel sind. Eindrehen und werfen. Ja, nochmal. Gerade. Anfassen, ziehen. Eindrehen. Ja, seid ihr soweit? Eindrehen, Hüftkontakt. Hand hinter. Hier ziehen. Nach links schauen. Und jetzt werfen, werfen. Jetzt fällt er auf den Boden. Sehr gut. Schütteln wir ein bisschen. Schütteln wir. So. Jetzt gehen wir zum Thema De Archibarai. Das ist auch eine Technik. De Archibarai ist ein ganz sehr schöner Wurf. Ist ein Fußwurf. Und De Archibarai ist ein Fußfeger. Das heißt, man fegt den Fuß vom Partner weg. Das heißt, wenn ein Bein oder Fuß nach vorne hat, fegt jemand seinen Fuß so weg, dass er sein Gleichgewicht bricht und fällt. Ja, also man stelle sich vor, man hat ihn angefasst, er steht vor mir, mein Partner, oben fassen, oben fassen. Ja, jetzt mein Partner geht einen Schritt zurück, so, darum gehe ich einen Schritt mit ihm mit. Also, ich fasse ihn an, er geht einen Schritt zurück, hopp, ich gehe mit ihm mit, hopp, oh, er zieht mich. Ich habe ihn angefasst und er zieht mich sogar, ich gehe mit. Sehr gut. Wenn er nach hinten geht, ist sein Fuß hier, wäre sein Fuß hier. Sein Fuß wäre hier. So wie ich hier stehe, würde er umgekehrt stehen. Das heißt, er würde, vielleicht wenn er da wäre, so stehen. Sein Fuß wäre hier. Sein Bein und Fuß wären hier. Also, was mache ich? Angefasst, hier nach hinten. Er geht einen Schritt nach hinten. Sein Fuß ist hier. Jetzt strecke ich mein Bein. Ja, dieses Bein. Wie ein Stück Holz. Also nicht so locker, sondern es ist ganz steif. Nochmal, einen Schritt nach vorne. Mein Fuß ist steif, jetzt fege ich seinen Fuß mit meinem Fuß Innenseite weg, wie ein Feger. Ihr habt diese Feger auf dem Boden gesehen, ja? Wie ein Feger fege ich seinen Fuß weg. Also ihr seht hier so, ein Schritt und jetzt fege ich seinen Fuß. Wunderbar, hopp, fege ich seinen Fuß. Und hopp, Achtung, wenn ich fege, muss ich hier mit der Hand sein Gleichgewicht brechen. Ich muss ihn zum Boden ziehen. Hier ziehen. Ja? So. Hopp. So. Hopp. Jetzt fege ich seinen Fuß, meinen beiden Fuß, ziehe ich ihn hier mit dem Führhand, Zughand, Führhand, ziehe ich ihn zum Boden. Führe ich ihn zum Boden und dann fällt er hier auf den Boden. Nochmal. Anfassen. Hupp. Und nochmal anfassen und nochmal, vielleicht gemeinsam, sammelt euch, konzentriert euch, anfassen, so, Schritt nach vorne und fegen, mal anfassen, Schritt nach vorne und fegen, so. Sehr gut, jetzt schaut einfach hin, wie schnell ich das mache, damit später
Man kann auch beim Training extra dieses üben, damit man schneller wird. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, so. So wird man schneller. Aber heute haben wir einfach die ganz langsame Version geübt. Man muss immer, wenn man schnell sein möchte beim Judo, man muss immer ganz langsam anfangen und dann langsam schneller werden. Gut, jetzt gehen wir zum dritten Technik. Das ist Seiotoshi. Seiotoshi ist ein sehr schöner Wurf. Ihr weißt, dass es zum gelben Gürtel gehört. Seiotoshi. Und Seiotoshi ist eine Zusammensetzung von einem Schulterwurf und einem Beinwurf. Ja, eine Beinwurf. Ja. Und einen Schulterwurf. Warum Seiotoshi? Beim Seiotoshi muss man mit dem eigenen Arm, diesen Arm, Armbeuge hier, den Arm bzw. Schulterbereich, den Partner fixieren, festhalten. So, das nenne ich immer beim Training Nussknacker. Wie ein Nussknacker bleibt der Oberarm vom Partner hier unter meinem hier Beuge und das nenne ich nur Nussknacker. Und man fasst an, der Arm vom Partner ist hier, wir haben unter dem Ellenbogen gefasst, so stellen wir uns vor. So, das heißt, wenn ich hier stehen würde, so derjenige, der mich werfen will, muss das mal hier fassen und dann hier rangehen. So, anfassen. Eindrehen, indem erstmal einen Schritt nach vorne, dann oben am Kabel loslassen und Nussknacker der Schulter. Nochmal anfassen, Schritt nach vorne, Nussknacker. Ja, nochmal anfassen. Ellenbogen unter den Ellenbogen fassen und am Kragen fassen. Nochmal hier. Kragen, Ellenbogen. So, jetzt gehe ich einen Schritt nach vorne und mache ich Nussknacker. Den Arm, Schulterbereich vom Partner ist hier und habe festgehalten. Hier so. Jetzt drehe ich ein mit dem Rücken zum Partner. Ja, der Partner ist unter meiner Kontrolle. Ich habe seinen Ellenbogen hier. Sein Arm liegt hier, habe ihn unter Kontrolle. So, nochmal. So, anfassen. Und Schritt nach vorne. Und Nussknacker. Jetzt drehen mit dem Rücken zum Partner. Richtig mit dem Rücken zum Partner. So, dass ich mit meiner Hüfte am Bauch vom Partner Kontakt habe. Jetzt strecke ich mein rechtes Bein ein bisschen aus. Und drehe von der Seite den Partner und werfe ihn auf den Boden. Er fährt hier. Nochmal das Gleiche. Anfassen. Schritt nach vorne. Eindrehen. Nussknacker. Rücken zum Partner. Hüft- und Bauchkontakt. Beine strecken. Und werfen. Nochmal. So. Anfassen. Oh. Ein Schritt, Nussknacker, umdrehen und Beine strecken und werfen. Sehr gut. Ich mache das 2-3 Mal schneller, damit ihr seht, wie schnell das sein kann. Ihr müsst nicht so schnell sein, aber zum Üben nochmal zum Sehen, wie das sich mit deinem Kreis so macht. 1, 2, 3, 4. So schnell konnte man werden. Ja, aber heute haben wir es ganz langsam geübt, indem wir einfach uns vorgestellt haben. Wir nehmen einen Schritt nach vorne, Seiotoshi, Nussknacker, Rückenkontakt, Beine strecken und werfen. Wunderbar. Sehr gut. Jetzt schüttel ein bisschen. Schüttel. Eine Kleiderordnung.
Einordnung. Atmen ein bisschen. Sehr gut. Jetzt konzentrieren wir uns nochmal. Also, wir gehen nur, bevor wir das Training heute beenden, zum Thema Judo-Werte rüber. Werte im Judo, damit meinen wir Verhaltensweisen, Gedanken und Einstellungen, die wir im Judo wertschätzen. Darum Judo-Werte. Heute sprechen wir über das Thema Mut. Mut ist wichtig beim Judo, beim Wettkampf, aber auch beim Training. Mut bedeutet, die Fähigkeit zu haben, auch anzugreifen oder sich zu wehren oder sich zu bewegen oder überhaupt zu agieren, wenn der Gegner stärker ist, größer ist, mächtiger ist, dass man sich traut, trotzdem anzugreifen, trotzdem zu agieren. Dafür benötigt man Mut. Mut im Judo ist wichtig, ist ein Wert, das wir im Judo praktizieren und wertschätzen. Damit ist das heutige Judo-Training online erstmal beendet. Wir stehen alle gerade erstmal, bitte aufstehen, Kleiderordnung, tief atmen und lockern. Wir beenden das Training mit dem Sitzen und so. Jawohl, ich hoffe, dass ihr alle soweit seid. Okay, Hände seitlich bitte, Fußhaken zusammen, gerade stehen, und jetzt bitte hinsetzen, jawohl, und Hände auf dem Schoß, gerade sitzen bitte, Kopf gerade, tief atmen, und so. Same, die, so. Wunderbar, liebe Kinder, bevor wir uns verabschieden, möchte ich euch mitteilen. Erstens, dass es mir Spaß gemacht hat, mit euch online zu trainieren. Und dann möchte ich euch mitteilen, dass wir wieder am Dienstag nächste Woche um 11 Uhr ein Training haben online mit Pascal, der sich mit euch beschäftigt. Ist auch ein sehr guter Trainer. Und ich freue mich, oder wir freuen uns, wenn ihr auch alle mitmacht und uns begleitet. Alles Gute. Tschüss.